Hallo, ich bin Andreas von der Firma Kemper und heute gebe ich euch ein paar Tipps für den 300 Plus im Feld. Wir haben auf dem Vorsatz hier eine Erhöhung oder einen Turm, wo es passieren kann, dass der Turm anfängt bei nassen Mais, hohem, dünnen Mais oder bei bestimmten Bedingungen oder bei Maiszünslerbestand, dann fängt an, der Turm sich zu wickeln. Das kann so weit kommen, bis der Gutstrom oder der Gutfluss abreißt, ja, und ich nicht weiter häckseln kann. Dafür gibt es heute einen neuen Turm. Ich nehme das Material mal runter hier. Dafür gibt es heute einen neuen Turm. Den kann ich hier mit draufschrauben. Ich nehme eben die drei Schrauben los, um den Turm abzuschrauben. Und da sind auch zusätzlich so Dreiecke oder Räumer, nennen wir die, die ich zusätzlich mit draufschraube bei dem Turm. Die sind bei dem Serienturm nicht dabei. Den schraube ich jetzt hier mit zusätzlich drauf. Bevor ich die 8er Schraube festziehe, stecke ich lose die M12er Schraube hier rein, um den Räumer ein bisschen auszurichten, schiebe den ganz in den Teller rein und danach ziehe ich die Schraube fest. Jetzt haben wir den neuen Turm. Jetzt nehmen wir den, legen den drauf und verschrauben den einfach mit den 3/12er Schrauben. So, und bei diesem Turm habe ich nicht mehr das Problem, dass der Mais sich hier drum wickelt und dass das zu Verstopfung oder Gutflussabriss kommt. Dieses Bündel ist eine Nachrüstung für ältere Maschinen und bei den neuen Maschinen ist es ab Werk eingebaut. So, wenn das Problem vorkommt, dass mir der Gutfluss abreißt, kann ich hingehen und ich kann so Bleche nachrüsten. Das ist für die Optimierung der Querförderung. Das hier ist auch eine Anpassung an den neuen Serienstand. So, wir zeigen das jetzt mal an einer Trommel, wie ich das nachrüste. Als erstes schraube ich die Kolbenfalle ab. So, dann gehe ich hin, schraube diese beiden Schrauben von dem Abdeckblech ab. So, dann kann ich das Blech drauflegen. Und hier eine Büchse zwischen, lege ich hier drauf. Und hier kommt halt nur eine Scheibe zwischen. Ist aber auch in der Anbauanleitung geschrieben. So, und am besten ist dieses Langloch hier. Ich vermittle dieses Langloch, mittig einstellen. Gucken, dass dieses Blech auch passend eingestellt ist zu der Abdeckung. Dann nehme ich auch die Mitteleinstellung und dann ziehe ich die Schrauben an. So, jetzt kann ich diese Kolbenfalle wieder montieren. Das Blech verhindert halt, wenn ich langen Mais habe, langen grünen, schweren Mais, dass mir die Pflanzen in diesem Bereich, oder wenn ich hier hingehe, hier ist das Blech noch nicht montiert, in diesem Bereich fallen mir die Pflanzen raus und dann legt sich das Paket auf dem Vorsatz ab. Das kann ich mit diesen Blechen verhindern. Wenn ich das Blech drauf habe, gehe ich hin und schweiß hinten nochmal einen Anschlag, dass unter dem Blech sich kein Material ansammelt und das Blech hochbiegt. Einfach hier drauflegen, anschweißen und dann ist das in Ordnung. Wenn ich mal im Lager Mais komme oder ich habe ganz kurz Mais, schlechte Bedingungen, dann kann ich dieses Blech auch nochmal wieder wegnehmen und damit weiterarbeiten. Beim 360 Plus und beim 375 Plus haben wir die Möglichkeit, den Mähversatz flacher anzubauen. Das ist dafür da, um den Pflanzentransport in der Maschine zu verbessern und die Pflanzenverluste beim Rausfahren im Bestand oder im Bestand zu verringern. Dabei wird hingegangen, werden einfach diese Schuhe hier oben getauscht. Die werden gegen neue Schuhe ersetzt und den steckt man dann so rein und der wird bis vorne reingeschoben. So, das macht man links und rechts. Spinte werden auch wieder reingesteckt bei den Bolzen. Da wird die Traverse 1:1 getauscht. Diese hier wird gegen die ausgetauscht, um den Winkel von der Klaue anzupassen. Und was ich dann noch machen muss, sind diese Einführbleche zu tauschen. Die drei Schrauben raus. Und dann gehe ich hin, nehme dieses Einführblech weg und ich tausche das gegen dieses Blech, dieses kürzere Blech ein. Wir bieten jetzt auch Heavy-Duty-Sägen an, die eine doppelte Lebensdauer haben und die Zahnform ist geändert. Dadurch ist ein besserer Schnitt der Pflanzen gewährleistet und die Sägen kann ich ganz normal über den Ersatzteilweg ordern. Wir bieten jetzt auch eine Heavy-Duty-Kufe an für die 300er plus Mähversätze. Die Kufe hat halt eine wesentlich höhere Lebensdauer und die kann ich einfach 1:1 tauschen.